So, wir fahren jetzt zu meiner Mama, weil ich die Sila dort nämlich abgeben muss. Könnt ihr mich sehen? Hallo. Es ist jetzt schon, sind jetzt schon 22 Grad. Wow. Ich habe ja meine Abschlussuntersuchung jetzt bei meiner Frauenärztin. Und dann nehme ich nur den Kian mit. Mir wurde gerade Blut abgenommen, Blutdruck gemessen, der war ein bisschen niedrig. Ja, Urin abgegeben und gleich gehe ich noch zur Frauenärztin zur Untersuchung. Den kleinen Mann habe ich hier in dem Raum eben gestillt, deswegen sitze ich hier statt im Wartezimmer. Ja. Ne, hast du ganz doll Hunger gehabt? Und jetzt bist du ganz doll müde. So, wollen wir los? Guckt euch mal die Hände an, so süß. So, ach ja, ich muss ihn ja noch anschnallen. So, oh, mein kleiner Spatz. Wollen wir los? Jetzt musst du deine Fingerchen hier einmal auseinander machen. Und ich habe mir übrigens jetzt die Stillpille verschreiben lassen. Wie klemmt denn das jetzt? Also Spirale wäre jetzt sowieso nicht in Frage gekommen, hat sie gesagt, weil nach dem dritten Kind ist es wohl noch zu früh für eine Spirale, weil die verrutschen kann. Aber nach einer gewissen Zeit, ich nehme sie jetzt erstmal 3 Monate und dann gucken wir mal weiter. Du bist jetzt auch fertig angeschnallt. Jetzt können wir los, ne, mein Schatz? Hamburger gibt den das denn? Hä? Essen? Ja. Ja, wir essen gleich, ja? Guck mal, was du gemacht hast. Ja. Jetzt sieht das so aus, als wenn du aufs Sofa gepinkelt hast. Dabei hast du eine Windel an. Das sind die Windel? Ja. Also ich bin nur kurz raus, Mila vom Kindergarten abholen. Das ist schon so mega heiß draußen. 33, 34 Grad oder so. Oh mein Gott. Ja, folgendermaßen ist mein Tagesplan. Oh, hast du Kian geküsst? Ja. Gleich essen wir. Milan schläft. Der hat ja im Kindergarten schon gegessen. Wie ihr seht, bin ich ja bei meiner Mama. Wenn Serki dann nach Hause kommt, der kommt zwischen 17 und 18 Uhr, wollen wir Milan und Esila dann bei ihm lassen und mit dem Kian und meiner Mama zusammen einkaufen. Sie muss für sich einkaufen, ich muss für mich einkaufen. Und dann müssen wir den Sperrmüll an die Straße stellen. Der neue Hochschrank muss aufgebaut werden. Oh, du bist aber süß. Und ja, das wird seine Zeit dauern, bis ich alles wieder eingeräumt habe und so. Das ist mega Chaos zu Hause. Ja, ja. Jo, das ist der Plan, Leute. Und ich habe ja bald meine 10.000 Abos. Und ich bin so mega glücklich über diese Zahl. Die ist einfach so unglaublich viel. Oh mein Gott, 10.000 ist schon heftig. Also
Ich habe auch nie damit gerechnet, dass ich mal 10.000 habe. Als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich immer gedacht, ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt. Aber wie gesagt, bald 10.000 und es wartet eine megamäßige Verlosung auf euch. Also ich darf was megamäßiges verlosen. Aber das seht ihr dann erst. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Es wird auf jeden Fall eine Verlosung auf YouTube geben und eine auf Insta. Falls ihr mir auf Insta noch nicht folgt, tut das bitte. Der Link ist in der Infobox. So. Dann wollte ich mal fragen, gibt es überhaupt Themen, die euch zum Thema Baby oder Kleinkind interessieren, die ich so abdrehen könnte? Also es kommt jetzt noch einmal ein Video über Stillen. Dann wollte ich noch mal ein Video über den Kinderwunsch machen, allgemein. Das sind so die zwei wichtigsten, die mir wirklich am Herzen liegen und die ich jetzt auch sehr bald abdrehen werde. Zu meinem Kinderwagen und so haben öfter schon welche angefragt, aber da wird es auch ein Video geben, allerdings nicht auf meinem Kanal, sondern auf dem Kanal von Babyartikel. Wie ihr wisst, bin ich ja Bloggerin bei Babyartikel und darf viele tolle Sachen testen und bekomme viele, viele tolle Sachen. Aber die Produktvideos werden halt auf deren Kanal hochgeladen. Sobald das Video oben ist, sage ich euch Bescheid und schreibe euch den Link dazu in die Infobox. Dann könnt ihr euch das Video auf dem Kanal vom Babyartikel angucken. Genau. Hi. Hallo. Hi. Ist Sila? Zeig mal. Bakim? Tak, Baki? Setz mal die Brille auf. So. Kian schläft immer noch. Oh, meine Nase läuft. Isila, nein! Nicht aufwecken, mein Schatz. Es ist mittlerweile schon 20 Uhr. Zerki ist kurz raus. Der hat Nina mitgenommen, weil die irgendwie nur an die Tanke wollten. Irgendwie ist meine Nase dicht. Ich habe keine Ahnung, warum. Und der kleine Mann hier ist irgendwie unzufrieden. Ich weiß gerade auch nicht warum. Hallo. Hm? Oh, aber du hast doch getrunken. Keine Ahnung. Er ist irgendwie unzufrieden gerade. Ich habe mir hier das hier genommen, gekauft genommen, habe ich jetzt bei Lidl entdeckt, Müllermilch, limitierte Edition à la Eiskaffee. Ich mag das ja gerne, wenn es warm ist, halt so Eiskaffee oder Latte, diese kalten Getränke mag ich. Ich lege ihn nochmal an, vielleicht ist er ja noch nicht so zufrieden. So, jetzt habe ich ihn nochmal angelegt. Ja, wie gesagt, ist Serki mit Milan raus, ist Isila schläft. Heute war das so unheimlich warm, also oh, das war echt extrem. Und wir haben gerade noch den Schrank auseinandergebaut, ich habe den aufgeräumt. Die Küche steht einfach nur voll mit irgendwelchen Gerümpel, weil der neue Schrank immer noch nicht aufgebaut ist. Ja, es ist einfach viel zu warm und wir haben irgendwie keine Lust, irgendwas zu machen. Ja, jetzt haben wir das einfach mal auf morgen verschoben. Und werden es dann halt morgen machen. Wo wart ihr? Hm? Wo wart ihr? Einkaufen.